Bam, da sind wir auch schon wieder, immer noch in Sacred 2 Eisenblatt und ich habe den Namen gelernt, merkt ihr was? Und bei mir sind immer noch Kiyoshi. Hi. Und ihr könnt mal mehr sagen als nur Hi. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Sowas, aber immer nur Hi. Alles müsst okay. ihr selber machen. Und Trevius ist auch noch hier. Ein feuriges Hallo zusammen. Ja, und... ein feuriges Hallo, sehr schön. Ich habe überlegt, macht es vielleicht Sinn, dass ich meine zwei Fähigkeiten, die ich hier pro Rune gekriegt habe, zu einer Combo verbaue? Weil ich glaube, das könnte durchaus Sinn machen. Gianna, du müsstest dann jetzt mal ein bisschen la 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 singen. La 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 la, warum? Gut, da du den Sound momentan eh ja, nicht hörst. Ich hab ihn relativ runtergedreht, also gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Wenn man drüber redet, ist das auch okay, glaube ich. Das Hallo, ist gut, weil YouTube. Der Bart nämlich gerade ein Lied von Blind Guardian rezitiert hat. Mhm. Beziehungsweise so, jetzt, den Liedtext. Ich habe mir jetzt eine Combo gebaut, das heißt, ich werde erst auf den Gegner zurennen und ihn hauen und dann stark schlagen. So, weiter okay. geht's. Wo lang, wo lang, wo lang? Und zwar müssen wir hier längs. Ich habe mir die nächste Quest schon auf der Karte markiert. Ich mache heute einfach mal einen auf Leader. Mach das. Abgelehnt. Nein. Was ist eigentlich das freie Spiel? Was passiert da? Keine ja. Hauptquest. Genau. Was? Das heißt, du läufst durch die Gegend, Skills, okay. Levels und... Cool. Du spielst halt die Kampagne nicht. Das ist ein... Aber du hast die gleichen Nebenquests. Du genau. hast einfach nur die Hauptkampagne nicht. Und die ganzen World Boss hast du nämlich auch. So funktioniert meine Kombo nicht. Ja, scheinbar soll irgendwas sein. Ach nee, das ist der eine Typ, der uns... Genau, wir müssten nämlich einmal folgt. Dahin. Hätte ich jetzt levitieren, hätte ich einfach runterfliegen können. Das wäre etwas einfacher gewesen. Oh, das war der falsche Zauber. In your face. Habe ich die ausgewählt? Habe ich die doch auch. Irgendwie laufen wir... Nee. Ah, ich hab's falsch rum. Okay. Moment, wartet mal kurz bitte. Wir müssten hier rum. Jo. Weglaufen. Ich muss die anders mal reinziehen, damit er. Ja, ich komme aber anscheinend nicht weiter. So. Ja, wir sind komplett falsch gelaufen. Sehr gut. Kommando zurück. Wir müssen so viel anderen zum Thema, ich mach nehmen. Mal heute den Leader. Ja, kleine Anfangsschwierigkeiten. Wenn die Gruppe nicht hört, mein Gott. Nee, ist richtig. Ein Befreiungsschlag. Glaubt, das war deins. Warte, da ist eine Kiste, da habe ich was aufleuchten sehen. Ja, ist es tatsächlich. Wartet mal. Wie sie einfach weiterlaufen. Ihr seid super. Befreiungsschlag. Oh, wir haben hier schon einen Epic-Gegenstand für den Templer gefunden. Wartet doch mal auf mich. Ich möchte doch auch mit Geld. Geht nicht. Und so soll ich angegriffen. Genau, da kam auch gerade jede Menge raus. Muss mal gucken, in hier so ein gelbes Item rumliegen, das ist für unseren Tempelwächter, nämlich gelbes Schulterstücke. Oh, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Dann sieht mein Robokörper auch nicht mehr so nackt aus. Das ist ja das Schöne an dem Tempelwächter. Je mehr Sachen du an ihn dran baust. Naja. Ein bisschen in der Nahaufnahme. Und naja. Tappenkrieger habe ich auch noch was. Jetzt sieht er echt aus wie so ein Roboter. Genau, und je mehr Teil ich dran baue, desto cooler sehe ich aus. Musst okay. bitte einmal den Handel annehmen. Ach so, verdammt, ich habe mit dem Tempelwächter wieder gehandelt. Nein, du kriegst nicht die Schattenkriegerrüstung. Schade. Ja, meine. Okay. Was du allerdings noch bekommst, ist... Ah, okay, jetzt... Kommst allerdings noch den Kampfarm, den habe ich vergessen. Die macht aber weniger. Den Kampfarm, ja, genau. Weniger Rüstung als die der Brustpanzer, den ich vorher hatte. Dann behalt trotzdem. Den Schattenkrieger dran, passt schon. Jetzt habe ich gar nichts mehr an, auch gut. Zieh die scheiß Klamotten an, hi. So, was ist nun? Ja, den anderen Weg durch die Stadt. Leckere Möhren, 1 Pfund nur 75 Goldstücke. Jetzt zugreifen. Lecker Möhrchen. Genau, hier längs im kleinen Pfad. Warum lauft ihr beide unterschiedlich?
Weil ich gerade sehr fasziniert davon war, was mein Charakter über diese Stadt gesagt hat, nämlich, dass er dessen Einwohner erbärmlich findet. Oh, hier wird gekämpft. Ich möchte mitmachen. Auf die Fresse. Heute gibt es Schweinebraten. Tralalala. Alles meins. Hier rein. So, genau, jetzt betreten wir wieder einen Höhleneingang. Und wir werden direkt von Rat begrüßt. Oh, ist hier kein. Wunderschön. Ach, Ratten und Banditen. Ja, ist doch eine gute Mischung. Eine super Kombi. Die Mischung kommt an. Stirb endlich. Mit der Kamera bin ich echt immer noch sehr unzufrieden. Ja, das musst du versuchen mit den WASD-Tasten, so mache ich es zumindest, zu steuern. Dämmchen wieder. Au, ich krieg gerade böse aufs Maul. Ja, gibt schon. Weil wir eine Falle, ich in der Falle gerade auf den Leim gegangen sind. Er hat so ein paar Pfeile im Hals stecken. Hier liegt noch, ein Turm für den Schattenkrieger. Schon mal eine sehr schöne Fähigkeit. Habe ich. Und Flammenwerfer liegt hier auch rum. Ja, Flammenwerfer. Natürlich wieder nichts für den Magier. Der braucht ja keine Fähigkeiten, der kann das ja. Der macht Prrrr und ist tot, egal was er macht. Oh, ich habe zweimal Knochenturm, naja. Dann machst du es halt zweimal, je nachdem, wie du es halt. Entweder behältst du es und tauschst es ein oder benutzt es zweimal auch. Ja, habe ich jetzt. Was? Achso, das macht einen Stufenaufstieg quasi dann. Stehe. Was macht das denn? Knochenturm ruft einen fest platzierten Skelettturm herbei, der eigenständig Pfeile auf Gegner in seiner Reichweite schießt. Alles klar. Sounds awesome. Wieso steht ich habe meinen Feuerball gerade abgegradet. Und zwar explodiert das Ding jetzt auch. Tollwütige Bestie. Der sieht ja ziemlich schick aus, der Knochentor. Ja. Oh, das ist unser. Ich muss meinen 5-Jahres-Plan erfüllen. Eindeutig eine rote Elfe. Oder ein roter Mensch. Hier fliegt irgendwie ein Stück. Ja, ich sehe es auch. Irgendwas schwebt da. Ich glaube, das ist so. Da ist was kaputt. Ein Pistolenschuss war das. Oh mein Gott, das ist eine Falle. Einfach drauf schießen, solange. Genau, mach dir das und dann hängen. Na? Rüber auf den Daniel! Da, Mark. Du hast vielleicht Nerven, meine Leute zu töten und herzukommen. Garantiert hat dich dieser verweichlichte Schmiederlehrling geschickt, weil ihn jedoch das schlechte Gewissen plagt. Oder so. Er hat dir nichts gesagt, dass er die Ware an mich verkauft hat, oder? Komm her und hol dir deine gerechte Strafe dafür ab, dass du es gewagt hast, uns zu belästigen. Auf die Fresse! Ja, das war ja mal eine harte Strafe. Du hast ja richtig viel ausgehalten. Haha. Innerhalb von 2 Sekunden tot. Jo, ich bring euch um. Ich bin tot. So wie in Ultima 9. Sehr schön. Ah, der Avatar. Du bist ein gottgleiches Wesen, aber ich bin ein einfacher Typ und deswegen werde ich dich jetzt töten. Bäm, tot. Oh, vielleicht hat's doch. Ja, man kann es ja mal versuchen. Ja, sicher. Das ist immer ein guter Plan. Funktioniert ja auch oft genug. Genau.
Oh, hier sind noch Ratten. Rodents of unusual size. Und hier ist noch ein Schämmchen. Scheinbar bin ich auch ziemlich alleine. Ah, jupp, bist du. Wo? Ach, da. Muss gleich niesen. Mal als kleine Vorwarnung. Achtung! Brace yourselves! Gesundheit! Ich hoffe, ihr habt eure. Ja, genau. Bless you, Faith. To sleep during this video. Bless you. Sollte aufhören, andere YouTuber zu kommentieren. Nachzumachen. Zitieren? Ja, danke. Bevor mir angefallen. Alles meins. Glaube nicht. Kampfruf, kann durch Rechtsfilme machen, aber nehmen wir alles hin hier. Was haben wir denn da Schönes jetzt? Oh, wir haben hier, haben wir Schmuckstücke. Der Schwertling stößt einen Kampf raus, der seine Abwehrwerte, das interessiert doch keinen. Abwehrwerte braucht kein Mensch. Später bei den Bossen schon, das wird nämlich richtig heftig. Ach Quatsch. Ich habe einen Schlaghagel für den Seraphim. Ist ja keiner von uns. Und noch was von einer Hochelfe und eine Keule und eine Pike. Aber das juckt nicht so viel, ne? Haben wir die Quest fertig? Hochelfenfertigkeit, die könntest du mir eben rüberhandeln. Wo bist du denn? Ach da. Ach ja, du bist ja Hochelfe. Das ist ein guter Punkt. Energieblitz. Nee, das war's nicht. Das wieder her. Das ist meins. Energieblitz. Hier. Wunderbar, dann tauschen wir einfach mal. Yay. Was haben wir hier? Attacke. Okay. Eine schnelle Serie von Schlägen gegen einen anvisierten Gegner, okay. Ich find's schade, dass man nur zwei Slots hat für diese Fähigkeiten. Das kommt später noch, du hast mindestens später 5. Okay, das ist gut. Mann. Scheiß Kamera, ey. Na, versuch's mit den WSAD-Tasten zu steuern. Also wenn du mit W. Das ist schwierig. Versuch mit W zu laufen. Also quasi wie. Genau. Also ich laufe mit W und die Kamera drehe ich mit der mittleren Maustaste, wenn du die durchdrückt. Ja, ich mach's mit WSAD, das ist ganz nett. Das ist natürlich ganz cool, ja. Oh. Kann es sein, dass ich der Einzige von unten, der leuchtet? Das zeigt, dass ihr da... Ich Nein, ich leuchte auch. Achso. Ich leuchte auch. Dafür gibt's die Port-Funktion. Genau. Alles ja schon. Nee. Die Map habe ich euch eingeholt, aber irgendwie. Black würde ich das mal nennen. Ja, könnte man so sagen. Ach, da ist er. Du, ich finde das auch so geil, wie dein Charakter läuft. Als hätte er gerade sich in die Hose gemacht. Ja. Doink, 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 doink. Roboter halt. Richtig. Ach, da gibt's die Quest. Hier vorne kann man die abgeben. Ja, es stimmt. Ich habe die Gegenstände an ihn verkauft. Ich konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen. Bla bla Meister, bla bla Gebericht, bla bla bla. Geld. Geld hört sich gut an. Und habe eine Waffe gekriegt. Wunderbar. Genau, du kannst jetzt, haben wir nämlich den Schmied freigeschaltet. Mhm. Und du hast jetzt die Möglichkeit, deine Waffen beim Schmied sockeln zu lassen. Mit... Was waren das? Ich glaube, mit Kristallen oder irgendwelchen Fertigkeiten auch. Du kannst da auch genau... Goddammit! Ich habe die Waffe auf den Boden geworfen. Mann, ich möchte die Waffe austauschen. Danke. So. Ja, Entschuldigung, ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Nö, macht nichts, macht nichts. Genau, mit Reliquien. Reliquien heißen die ganzen. Teile, die kannst du nämlich in Waffen und Rüstung einsetzen und da machst du besonderen Schaden, also Frostschaden, Feuerschaden oder so. Ja, ist klar. Wo seid ihr denn eigentlich schon wieder? Ich bin gerade beim Händler. Ich tausche gerade Runen. Aha. Oh, das auch gesehen, sehr schön. Irgendwas schönes, rüstungsmäßiges. Schattenkrieger. 265 Gold.
23. Immer noch weniger als mein Standardding. Sieht aber cooler aus. Ja, will ich haben. Haha. Die kann weg. So, Steuerung. Links weg. Richtig. Weg, weg, weg. Weg und weg. Ja, und dann ist es auch schon wieder vorbei gewesen. Wir machen jetzt mal eine Pause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Sacred 2 Ice and Blood. Und meine beiden Kompagnons werden auch wieder teilnehmen, hoffe ich. Natürlich. Immer wieder gerne. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dann. Peace out.